Was? Was? Ja, Mann. Hä? Was? Oh. Digga, er nimmt alle auseinander. Was? Was? Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, ich bin hier am Start mit Kevin. Moin moin. Hallo, was geht? Genau, Freunde. Und wir werden heute auf jeden Fall auf den neuen Brawler Stu gegen alle anderen Brawler im 1 vs 1 reagieren. Und ja, wird auf jeden Fall mega, mega krass. Ich werde euch gleich zeigen, wie wir das eben hier gemacht haben. Ihr könnt übrigens auch immer mitraten, wer gewinnt bei den beiden. Und unbedingt natürlich ein Like da lassen, Freunde, würde mich sehr freuen. Und übrigens, ja, ich war beim Friseur endlich mal, Freunde, nach 4 Monaten oder 5, ne? Ihr seht es vielleicht, ne? Ja. Mashallah. Ja, nochmal. Seiten auf 0, Freunde. Und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal rüber. So, Freunde, also, wir schauen uns jetzt Battles an, die tatsächlich ich aufgenommen habe. Denn, ja, ich musste es dieses Mal so machen. Die genauen Gründe sind jetzt nicht so wichtig, aber egal. Jedenfalls ist es jetzt quasi so, dass ich natürlich schon gespoilert bin, weil ich die Battles selbst aufgenommen habe. Aber wir werden es so machen, dass Kevin immer rät, wer gewinnt. Und ihr könnt natürlich auch mitraten. Ich sage euch ehrlich, Freunde, ich habe das vor mehreren Stunden aufgenommen. Das heißt, ich bin mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Also werde ich Just for Fun auch mitraten, obwohl ich es eigentlich weiß. Aber Kevin muss immer zuerst raten. Okay. Dann let's go, würde ich sagen. Let's go. Als erstes hier gegen Shelly. Ja, Kevin, ich glaube. Okay, Shelly. Ja, auf jeden Fall Shelly. Okay. Soll ich einfach durchlaufen lassen? Ja, kannst eh, würde ich sagen. Okay, der Nita gewinnt. Der Nita. Ah! Oh mein Gott. Oh. War aber knapp. War echt knapp, Mann. Okay, jetzt kommt Colt. Ich sag, Colt gewinnt. Ich sag's du. Hä? Ich glaube, ganz knapp Stu, ne? Ja, Stu hat gewonnen. Okay, Bull, ich sag. Ja, gut. Ja, safe Bull natürlich, ja. Auf jeden Fall, Freunde, ihr seht schon hier. CC Lukas, sehr, sehr wild, ne? Die beiden Spieler. Ja, Mann. Okay, boah, Stu. Warte mal. Ich mach nochmal kurz auf Pause. Ich muss mal kurz nachdenken. Du musst natürlich raten. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, wirklich. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Ich sag auch mal, Stu gewinnt. Okay, let's go. Naja. Ja. Okay, diesmal warte ich aber auf jeden Fall. Brock gewinnt, sage ich. Stu. Lol. Ich sehe es gerade schon. Ja. Rip. Crazy. Ich dachte, Brock schießt schneller. Aber Stu hat schon eine recht schnelle nach. Also, der kann schon recht schnell schießen eigentlich. Ja, safe. Also, er schießt schnell, aber er lädt jetzt nicht unglaublich schnell nach oder so. Mhm. Okay. Stu gewinnt. Ja, safe. Okay. Ja, Dynamike. Da brauchen die Dynamitstange einfach viel zu lang. Ja, das stimmt. Okay, Bo gegen Stu. Bo. Stu. Lol. Oh mein Gott. Das ist heftig, ne? Krass. Mann, ey. Immer der arme Tick, ey. Ja, RIP Tick an der Stelle. Tick hat jetzt auch nicht sein Gadget einsetzen dürfen, deswegen ist natürlich ganz klar. Aber nur, der hat nicht einmal Schaden gemacht. Okay. Gegen 8-Bit. Ja gut, 8-Bit gewinnt. Ja. Das relativ klar. Also, 8-Bit gewinnt irgendwie gegen fast jeden gefühlt. Ja. Okay, Ems. Mach mal Pause. Okay. Ich sag aber trotzdem mal Stu, aber ich glaube, es ist ganz knapp tatsächlich. Ich sage mal auch Stu. LOL! Was? Hä? Wer hat gewonnen? Ich weiß, wer hat gewonnen? Talk nicht. Warte, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Warte, Moment, das will ich nochmal sehen. Hä? LOL, boah, ich glaube ganz knapp Stu, ganz knapp aber ja, nur. Ja, kann eh sein. Holy Alter. Das habe ich auch beim Aufnehmen gar nicht richtig gesehen übrigens, diese ganz knappen Battles. Ja gut, der Boxer gewinnt. Ja, normal. Okay, Stu gegen Barley. RIP Barley. Ja, gegen Werfer natürlich immer easy, ne? Muss man sagen. Außer da wäre eine Wand. Das stimmt. Oha, ey, was ist Kevin. Das denn hier? Was glaubst du? Warte mal, wobei. Also, Stu gewinnt. Ja, du sagst nichts? Nee, ich sag mal nichts. Oh. Komm schon! Nein! Mann! Was ist das denn? Schade, Kevin. Okay. Ah, gut, okay. Boxerin natürlich. Komm, ich würde sagen, ab jetzt rate ich einfach nicht mehr mit, weil sonst spoilere ich am Ende noch oder so. Okay. Ja. Okay, gegen Rico. Ich sag aber auch mal, Stu gewinnt. Mhm.
Ja, okay. Stu gegen Darrell. Na gut, Darrell, ne? Ja, safe. Also gegen Tanks ist halt eh klar, ne? Okay, okay. Stu gegen Penny. Oh, lol. Ich sag aber mal, Stu gewinnt sogar. Okay, ich sage auch. Ach so. Ja, ich sag gar nichts. Okay. Junge, das ist so weird, Junge. Kein Plan. Okay, ja. Warte, wie hast du Karl positioniert? Aha, korrekt, ah, Lukas. Karl ja. Gewinnt. LOL, aber ist sogar knapp gewesen. Ja. Okay. Gegen Jackie, ja gut. RIP, Stu. Ja, natürlich. Also Jackie hier natürlich, ne, ganz klar als Counter. Tank. Ja. Perfekte Counter. Achso, lol. Ja gut, Stu gewinnt. Oh, war knapp. Ja, da muss man auch sagen, kannst du nochmal kurz Stopp machen. Ja. Es war ein bisschen schwierig, ich habe das natürlich mit mir selbst aufnehmen müssen und ich musste ja immer auto-aimen. Und ja, ich konnte ja nicht auto-aimen, weil Piper sonst im Busch steht und bla bla bla. Mm. Also ich konnte es nicht richtig darstellen. Eigentlich hätte, glaube ich, sogar Piper gewonnen mit der Busch-Star-Power im Busch. Mm. Genau. Mm. Ja, ja. Okay. Gut, ja, Pam gewinnt. Oder? Ja. Was? Lol, nee, ich dachte gerade. Ja, Mann. Ich dachte gerade, ich habe mich verguckt hier. Na gut. Herzlichen Glückwunsch an Martin an der Stelle, der hier gewinnt. Ja, Mann. Aber Martin, echt viel Damage gemacht, finde ich, ne? Trotzdem. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Fast, ja. Mhm. Ja gut, die Kneipenschlägerin. Ja, normal, normal. Auch sehr stark. Frag mich, ob die genervt wird jetzt. Okay, B, hast du da jetzt schon die neue Star Power eigentlich? Darf ich fragen? Ja, genau, die neue Star Power. Okay, ja, dann könnte es sein, dass B das erste Mal so ein Battle verliert. Aber ich weiß ja noch nicht, wie diese Star Power funktioniert. Ich habe es mir dann noch nicht angeguckt irgendwie bei dem Video. Ich sage aber mal, dass... Komm, ich gehe jetzt einmal, dass Stu gewinnt. Komm. Ja, mal schauen, Kevin. Bitte! Ja! Ziemlich krass sogar, ne? Lol, aber das ist ein... Sau heftiger Unterschied zu vorher, WTF. Ja, ist so. Also die ist ja absolut useless, jetzt noch die Star Power. Mhm. Ich sag mal, du gewinnt, aber ganz knapp nur. Also ich glaube, das ist ein sehr knappes Battle. Okay. Mhm. Okay. Oh. Was? Okay, heftig. Ja, ja. Edgar gewinnt. Ja, normal. Dafür sollte Edgar ja auch gut sein. Das stimmt. Oha! Moritz! Na ja, gut, Moritz gewinnt, oder? Ja doch, Moritz gewinnt. Hä? Was? Was? Ja, Mann. Hä? WTF, Mann. Mortis wird hops genommen. Was? Als obst du Mortis im Nahkampf besiegt. Ja, tatsächlich. Also im direkten Duell jetzt. Was? Frag mich nicht, aber irgendwie ist es was? Halt so. Was? Das hätte ich auch nicht gedacht. Oh mein Gott, Junge. Die ganzen Mortis-Spieler. Jetzt nehme ich immer Stu gegen euch. Ja, normal. Okay, da gewinnt... Beide haben gleich viel Leben sogar. Das ist, glaube ich, auch wieder sehr knapp. Ich weiß leider nicht, wie viel Schaden Tara macht. Ich würde so spontan sagen, Tara. So vom Bauchgefühl, aber ich weiß es nicht. Ja, schauen wir mal. Ah, okay. Ja. Aber knapp. Ja, ein bisschen mehr Damage macht sie. Mhm. Und... Oha. Ja gut, Stu gewinnt. Ja. Lol! Tatsächlich nicht. Tatsächlich Genie. Aber Genie ist so lost, als ob ist der was gewinnt, ey. WTF, okay. Star Power halt auch. Ich sag mal Stu. Okay. Ah, krass. Ja. Okay. Max macht halt nicht so schnell. Boah, Stu, ich hab Stu unterschätzt, Alter. Ja, er ist echt heftig. Er ist echt heftig, der Mann. Der ist echt gut, Mann. Okay, ich sag Stu auch wieder. Und? Ja. Lol, hä? Oh mein Gott. Okay, Stu. Gegen Sprite. Okay. Okay. Sorry, Sprite. Ja, Stu gewinnt. RIP. Aber ich glaube, er hat noch als bester Werfer durchgehalten. Okay, Byron. Okay. Mhm. Byron gegen Stu. Ich glaube auch tatsächlich, Stu gewinnt das, weil er halt echt schnell schießen kann. Boah, was? Der hat ihn ja komplett zersägt. Ja. Okay, Spike gewinnt. Hä? Wow, Junge. Ja, das ist die Frage, ne? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, Digga. Das ist echt heftig, oder? Oh mein Gott, warte mal. Beides sind Two-Hit im Prinzip. Was? Hä? Junge. Da kannst du ja nicht mal ansatzweise jetzt sehen, wer gewonnen hat. Nee, nee. Das ist echt krass, oder? Ich glaube, das ist halt komplett unentschieden. Ja. Oh mein Gott. Stu gegen Crow. Die, genau. Stu. Und, ja, Stu.
Stuntfahrer. Okay, Leon gewinnt. Ja, das wäre auch traurig gewesen. Ja. Und als nächstes Shindy. Shindy. Shindy gewinnt. Okay. Wow! Digga, er nimmt alle auseinander. Real Talk, Mann. Es ist echt geisteskrank, ne? Es ist so geisteskrank, Mann. Also, hä? Real Talk, ich glaube, ich habe ihn ja in die Top 4 eingeschätzt. Und der hat ja auch noch so... Der hat ja auch so schnell seine Ulti wieder. Ja, ja, mit einem Schuss. Ja. Das ist ja so krank. Der kann ja so die Gegner so komplett outplayen. Ja, safe. Lol, ich dachte im Brawl Talk halt Real Talk, dass der nicht so gut ist. Okay, Amber, ist da schon der Nerf von ihr mit drin? Denk mal schon, oder? Ja, die aktuellen Balance Changes sind auf dem Deathbeat ja schon am Start, genau. Also das ist jetzt Real Talk, das wäre geisteskrank, wenn Stu jetzt dieses Battle gegen Amber gewinnt. All in Stu. Oh mein Gott. Was? 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 Junge. Oh mein Gott, Alter. Ganz dickes RIP hier an der Stelle an Amber. Junge, das ist halt echt heftig, ne? Amber, so Müll. Stu einfach ein neuer OP-Brawler. Lass auch nicht gefühlt. Vergessen, ne, dass Amber macht ja auch nicht schnell Damage, sondern dauerhaft Damage. Ey. Ja, ja, aber trotzdem. Stu OP, wirklich. Ja, safe. Habe ich echt unterschätzt, den Jungen. Okay, Stu. Und? Hä? Oh! Was? Hä, wir hatten jetzt gewonnen. Ich glaube, ganz knapp Stu sogar. Ja, ja, knapp. Ganz, ganz knapp. Sehr, sehr krass. Okay. Search, search, search. Stu gewinnt. Hä? Was? Junge! Das ist ja so jetzt schon wieder gewonnen. Ja, tatsächlich Stu. Ganz knapp auch. Okay, gegen Colette. Ja, Mann. Komm, Stu. Ja, weil Colette kann halt schlecht finishen, ne? Okay, Lu, da gewinnt auch Stu. Bei dem leichten Leben. Tatsächlich krank, auch Mann. Krank, ne? Ehrlich. Okay. Und gegen den Hunde. Stu gewinnt. Der Hundemann. Ja. Aber auch knapp. Auch sehr, sehr knapp. Lol. Also da, Real Talk, das Bild am Ende passt. Stu ist halt ehrlich krank OP, Mann. Ist so. Also muss ich auf jeden Fall auch sagen, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie stark findet ihr Stu? Checkt natürlich gerne nochmal Kevin ab und lasst bei ihm auch ein Abo da. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns. Und damit, ciao. Ciao.